Hallo und herzlich willkommen zu unserer BO-Reflexion. Wir waren zuletzt stehen geblieben, als Beate euch ja gezeigt hat, was man so Schönes machen kann mit einem Hologramm und mit eurem Smartphone. Ich hoffe, das habt ihr auch mal ausprobiert. Und wenn euch das Spaß gemacht hat und wenn es euch gefallen hat, weitere solche Challenges folgen in unseren Clips. Wie ihr merkt, wir sind hier draußen in der freien Natur. Passt auch zu einem unserer Themen, Naturwissenschaft. Und wir wollen aber jetzt hier wieder einsteigen, weil wir sind ja mitten in der Berufsorientierung. Und wenn ihr euch dann fragt, was mache ich nach der Schule, mache ich eine Ausbildung oder ein Studium, da wollen wir jetzt ansetzen. Und vorher wird aber Beate sicherlich auch noch mal Hallo sagen. Mach ich doch glatt von meiner Seite. Hallo. Ja, ihr seht, wir haben euch hier so ein paar Symbole aufgezeichnet. Die stehen einfach für Studienberufe, sei es, ob ich in die Jura gehen will oder Medizin oder auch mich als Lehrer ausbilden lassen möchte. Hier brauche ich ein Studium, da geht kein Weg dran vorbei. Wichtig ist, Studium ist im Allgemeinen sehr theoretisch. Warum ich das erwähne, kommen wir doch gleich zu. Genau. Ihr seid ja hier Teilnehmerin oder Teilnehmer des IM-MINT-Projektes und da geht es in der Hauptsache um die duale Ausbildung. Und da fragt man sich, ja, was spricht denn dann vielleicht für eine Ausbildung? Und wir haben einfach mal hier exemplarisch ein paar Sachen vorbereitet. Ganz klar, das kommt ganz oft bei den Jugendlichen, aber auch bei denen, die schon etwas älter sind, das Thema Geld. Also man verdient natürlich etwas früher schon Geld, zusätzlich zu seinem Taschengeld kann man sich einfach hier Dinge dann kaufen, die man, wenn man Geld verdient, in der Ausbildung. Es ist aber auch noch so, dass die, die in der Ausbildung sind, auch wenn sie ihr Geld verdienen, sich dann natürlich vielleicht auch ein Auto oder auch eine eigene Wohnung leisten können, ja, und dann sozusagen, oh ja, ich könnte mir so langsam mal von dem Elternhaus so ein bisschen abnabeln. Stichpunkt Eigenständigkeit. Und eins noch hier, was auch noch sehr wichtig ist, was immer so ein bisschen vernachlässigt wird, so eine Ausbildung ist mit Sicherheit wohnortnah. Das heißt, wenn ihr habt einfach viel mehr Möglichkeiten in dem Ort, wo ihr wohnt, in der Stadt, dass da in der Nähe eine Firma ist, ein Ausbildungsbetrieb, wo ihr sagt, da kann ich meine Ausbildung machen. Wohingegen, wenn ihr sagt, ich möchte etwas Bestimmtes studieren, kann es sein, dass ihr dann vielleicht euch eine Studentenwohnung 200, 300 Kilometer weit entfernt euch dann anmieten müsst. Beate, übernimm mal. Ich hatte ja erwähnt, Studium recht theoretisch, Ausbildung sehr praktisch orientiert. Und das ist gerade, wenn ich ein Mensch bin, der gerne praktisch arbeitet, der gerne etwas mit den Händen arbeitet, sehen will, was habe ich gemacht. Ja? Ausbildung ganz fantastisch. Die direkte Betreuung. Im Studium muss man sehr, sehr diszipliniert, sehr, sehr selbstständig arbeiten. Natürlich muss man auch in der Ausbildung diszipliniert arbeiten. Aber ich habe hier immer eine direkte Betreuung. Das heißt, ich kann immer meinen Ausbilder, Ausbilderin fragen, wenn ich was wissen möchte. Ich kann meine Kollegen aus dem zweiten oder dritten Ausbildungsjahr auch gerne fragen. Und wenn ich mal Probleme in der Schule habe, irgendwas nicht verstanden habe, auch hier habe ich immer die direkte Betreuung, was man im Studium so nicht findet. Wir haben ja hier noch die Pfeile aufgezeichnet. Ja? Einfach für euch, überlegt euch mal, was für euch noch für Argumente gibt, die für eine Ausbildung sprechen. Alex, was kommt denn in der nächsten Challenge vor? Ja, in der nächsten Challenge haben wir, wie gesagt, ein bisschen was vorbereitet. Lasst euch überraschen, das wird wieder ein bisschen knifflig werden und der ein oder andere wird auch da wieder an seine Grenzen stoßen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass unsere BO-Reflexion, wir sind ja in der BO-Reflexion mittendrin, auch in der Berufsorientierung, dass wir diese Sequenzen hier mit einem letzten Clip dann abschließen werden. Und das ist ein wichtiger Clip, da geht es um eure Ziele. Welche Ziele habe ich jetzt, welche Ziele habe ich dann direkt nach der Schule? Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Klickt einfach weiter in unsere nächsten Clips. Und denkt immer dran, das, was wir schon immer gesagt haben, wenn euch unsere Clips gefallen, dann gebt uns einen Daumen hoch und liked uns. Und vielleicht möchte auch der ein oder andere uns abonnieren. Auch das lohnt sich. Auf jeden Fall. Beate, machen wir Daumen hoch beide? Wir machen sowieso Daumen hoch. Und tschüss. Tschüss.